Ahrtal gemacht. So wie der Oliver schuld ist, dass ich die Susanne kennengelernt habe. Und die Susanne schuld ist, dass ich nicht mehr aus dem Ahrtal weggehe. Anlügen heute. Der Patrick hatte zwar gestern Geburtstag, aber er kommt heute leider nicht. Das heißt, du hast für die ganzen netten Leute hier gespielt, so lange wie du jetzt schon spielst hier, für die ganzen Menschen, haben wir eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, das darf ich dir geben, das ist eine kleine Spende, diese Trompete, wenn du gerne lesen möchtest. Die haben wir dir jetzt besorgt, von dem Herrn Beck. Ne? Halt die Sprüche. Nee, bitte nicht drehen. Hier waren ein paar ganz tolle Menschen am Start, die dir hier einiges zukommen haben lassen. Nicht weinen, sonst fange ich auch an. Also, und da darf ich mal den Mike Effer nach vorne holen und den Andi Neumann. Die zwei haben einen großen Teil dieser Summe, die der Herr Beck, hat hier, wollte von uns, ich sage das jetzt mal ganz einfach so, 4000 Euro für dieses schöne Horn haben, was für dich viele Erinnerungen hat. Und er hat dir 2000 Euro geschenkt, weil du viel für die Menschen im Ahrtal tust. Und einen großen Teil hat der Herr Neumann, der Andi, vielen Dank dafür, und der Mike Effer hat auch einen Riesenteil dazu getan. Aber, dreh ich mal bitte zu mir, ja? Wir drücken nicht den Rücken, den Patron. Ne? Aber es haben auch alle anderen hier einen Teil dazu getan, dass wir auf eine schöne Summe gekommen sind, dass du nochmal tanken gehen kannst oder deine nette Frau zum Essen einladen, vielleicht ein paar Blümchen. Ne? Da haben wir noch ein bisschen mehr gesammelt, dass nicht nur die am Blasen bleibt, sondern deine Frau auch dir lecker essen. Nein. Wir haben alle Leute hier, und da ist auch noch ein Kuvert von deinem Stammtisch dabei, von der Ale Söck, ne, mit dem du jeden Abend die Schindluder treibst. Die haben auch noch ein kleines Kuvert für dich da reingetan. Und wir hoffen, dass du uns hier noch die nächsten Monate, Jahre, keine Ahnung, wie lange das hier noch geht, erhalten bleibst. Okay? Franz, hier ist das Vögelchen. Da. Ja? Also wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so schnell in Verlegenheit komme, was das Reden anbelangt. Der Matthias Beck war Solotrompete in Stuttgart am Theater, und wer sich ein wenig auskennt, Stuttgart ist Weltniveau. Der Matthias Beck hat mir auf der Musikprobe, das ist ein wundervolles Festival in Sigmaringer Land, geholfen, weil an meinem Instrument was kaputt war. Und so habe ich ihn kennengelernt, und irgendwann mal war ich bei ihm, und dann habe ich so ein wundervolles Kulohorn, so nennt man das. Der Kulo war der Begründer des Posaunenchorwesens, also evangelische Kirchenmusik. Und der hat dieses Instrument so um die Jahrhundertwende so irgendwie entwickelt, dass man das so baut. Und wie ich hier war, ist mein Instrument durch den vielen Schmutz kaputt gegangen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich atme den Dreck ein, schiebe ihn hier durch, und die Ventile, alles war durch. Und dann habe ich meins, hat er gesagt, schick's runter, ich schicke dir ein Ersatzinstrument vorher. Und dann schickte mir so eine Waffe. Und das ist was ganz Besonderes, und ja, ich habe mich verliebt in dieses Instrument, und ich habe die finanziellen Möglichkeiten einfach nicht. Ich bin jetzt schon ein wenig länger arbeitslos.
Lieber Matthias, solltest du irgendwie da drankommen an den Film und an deine ganze Mannschaft, an deine liebe Frau. Keine Ahnung, wir haben uns von Anfang an lieb gehabt und das ist ein ganz toller Musikant. Und dass ich hierher gekommen bin an diesen Stand, ich weiß nicht wann, und dann diesen verrückten Deibel da an seiner Feldküche. Und eigentlich wollte ich im November nur den Oliver wieder mal treffen und dann habe ich Susanne kennenlernen dürfen. Und ihr seid alle so herrlich bescheuert, überhaupt dieser Tisch da herüben. Und ich habe euch schon mal gesehen, aber ich habe... Ja, ich schaue jetzt mal da rein. Wird dich mehr gehört. Schön festhalten, was ganz wertvolles, gell? Also auf Vorsicht. Am besten liefen. Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Gabi und Marie, keine Ahnung, wer das alles ist. Ganz viele. Ganz viele. Lieber Franz, und genau du hast durch deine Musik auf dem Horn dazu beigetragen, dass diese Verbindungen entstehen. Dafür sagen wir Danke. Damit du das jetzt auch zünftig tun kannst, gehört das Horn ab jetzt. Bleib so, wie du bist. Also ich möchte mir treu bleiben und so naiv und ehrlich wie immer. Ich habe damals das gesagt, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Und sage ich ganz einfach. Ich habe der Agentur für Arbeit, meiner wundervollen Sachbearbeiterin, eine Nachricht geschickt, dass ich hierher kommen will zum Helfen. Dann hat mir diese wundervolle Frau Meiner zurückgeantwortet, lieber Herr Graf oder sehr geehrter Herr Graf, das ist ganz toll, was Sie da vorhaben, alleine ich kann da nichts leisten. Bitte legen Sie für mich eine Schippe drauf, ich werde für Sie beten. Sie sind 7 Wochen versichert und bin da runtergefahren. Sie haben es immer wieder verlängert. Ich bin heute mit der Susanne spazieren gelaufen im Bachem und dann sagt Susanne, ich habe aufgehört darüber nachzudenken, wo mein Geld herkommt zum Leben. Und die hat den Satz gesagt und vor uns liegen 20 Cent Stückchen auf dem Boden. Und ich habe die aufgesammelt und an einer ganz besonderen Stelle haben wir 5 Cent deponiert. Also uns wird es nie ganz schlecht gehen, weil die 5 Cent warten auf uns. Ich darf wirklich ganz ehrlich sein, weil ich weiß, dass es viele Menschen von euch ja auch nicht gerade immer gut geht. Es kommt dann plötzlich ja wieder Licht und es kommt Zuversicht und es kommt auch das, was man braucht, um einen Kühlschrank zu füllen und meinen Magen und meine Seele. Da gibt es ja nicht bloß den Michael, da gibt es ja die ganzen Mädels von der Küche und die vielen, vielen Menschen, die Spenden sammeln. Ich glaube, ich spreche für jeden Einzelnen von euch, es sind so unendlich viele Menschen in Deutschland, in Europa, auf der Welt. Das sieht man jetzt auch in der Ukraine. Und jetzt möchte ich wieder zurückkommen, wie ich angefangen habe. Die Menschen stehen zusammen und wir lassen uns nicht von irgendwelchen verkappten Politikern oder irgendwelchen Beamten oder Klicken die Menschlichkeit wegnehmen. Und ihr habt mir das bewiesen und ich liebe euch alle und herzlichen Dank und bleibt so, wie ihr seid. Dankeschön. Ja, mein lieber Franz, wir zwei haben uns auch kennen und lieben gelernt, gell? Wir haben beide dieselbe Vorliebe, die Blasmusik. Ja. Und ich habe mal ein bisschen was gebastelt, ich kann nicht nur kochen, ich denke, ich habe hier mal ein bisschen was gelasert für dich, als Andenken, als Eiterhalt. Also ich mach das so, dass es praktisch ist, ja? Das wird der Schneidbrett. Genau! Dann lasse ich mir von den Schmieden noch anständiges Messer schmieden. Genau. Und dann drehe ich es wieder rum und schaue, wer ich bin. Und dann lasse ich meine Bluetooth-Box laufen und spiele für dich kurz. Super. Komm her, Kleiner. Ja, Franz, ich darf nur ganz kurz was sagen. Tut mir leid, aber eingefädelt hat die ganze Sache natürlich deine liebe Susanne. Die ist natürlich zu mir gekommen
Und dann musste ich ein bisschen als Bettler für dich rumlaufen und es hat geklappt. Das kann er. Ne, das kann ich, genau. Ja, dann betteln musstest du ja betteln nicht. Betteln musste ich nicht, nein. Das ging schnell. Also ich durfte im Tal wirklich die schönsten Momente erleben. Ich glaube, ich habe die schönste Aufgabe von allen. Ich habe vor den Bauern gespielt, ich habe Beerdigung gespielt, ich habe Silberhochzeiten gespielt, ich habe alles gespielt. Ich habe auch für die Seelen hinten am Feuerwehrhaus in Altenaar gespielt, ganz alleine. Und da unten hat man die Glühwürmchen gesehen, hast gemeint, das sind die Seelen, die darunter fliegen. Also wirklich, ich habe die schönste Aufgabe hier bekommen im Tal. Und dann darf ich solche verrückte Kerle wie ihn kennenlernen und deswegen, ihr müsst mich noch ein paar Jahre ertragen hier. Herzlichen Dank, ich rede wohl viel, aber trotzdem bin ich sprachlos. Danke, jetzt feiern wir noch ein bisschen. Und bitte, was ich gesagt habe, damit möchte ich enden. Denken wir an die Menschen da drüben jetzt. Es hört nicht auf. Ich habe das zu jeder Organisation schon gesagt, ganz besonders zu den Dachzeltnomaden, die hier auch erst entstanden sind. Es geht weiter. Die Menschen brauchen die Menschen. Hab euch lieb. Tschüss.